Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Wir waren auf dem Weg zu Fräulein Lamb. Gib dich ihr nicht hin. Ja, wir geben uns ihr nicht hin. Und schauen mal, was passiert, wenn wir uns nicht ihr hingeben. Bitte. Fahrstuhl. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Upsi-pupsi. Wie jetzt Ladebildschirm oder was? Ja. Willkommen bei Let's Play Bioshock 2 Ladebildschirm. Es ist ein ganz neues Bioshock. Das ist der Nachteil. Der Nachteil von Bioshock 2. Genau. Ja. Bioshock 2, da haben wir ganz viel Ei. Bitte den Computer nicht ausschalten, während wir am Speichern sind. Persephone, wir sind Persephone? endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Echt? Warum denn? Verstehe ich nicht. Ich kann mich nicht bewegen, sagte ich und bewegte mich. Wir haben hier. Das nennt man brennende Liege. Das hat nichts mit Liebe zu tun, sondern Liege. Das ist, wenn man ganz hot ins Krankenhaus muss. Wegen Nervenzusammenbruch. Oder so. Oh, Insassenkontrollpunkt. Okay. Vita Chamber lässt ja auf einiges erahnen. Failsafe Industries. Oh, Geld. Outbreak. Und hier? Weg. Böses Buch. Oh, hier haben wir noch ein paar panzerbrechende Munition. Aber sonst haben wir ja nichts. Sonst ist hier nichts. Außer ein Putzeimer. Aber wir sind ja nicht zum Putzen hier. Wurden die hier festgekettet oder was? Ach du meine Güte. Was ist denn das hier? Vor allen Dingen, wo ist das hier? Eve-Spritzer. Ah. Scheint irgendwie so eine Unterwasserhöhle zu sein oder sowas. Mal gucken, wie viele Schnecken ich heute wieder vorbeilaufe. Wenn ich nicht welche drin sind. Vater, komm schnell! Ja? Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Okay. Ich sitze in einem Käfig fest. Ach du meine Güte. Ja, das ist ja auch ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Ja. Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Ja. Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Okay. Du glaubst immer noch. Was glaube ich immer noch? Hä? Hey? Sie spricht in 7 Rätseln. Waffenupgrade. Warum brauche ich hier vor ein Waffenupgrade? Persephone. What? Dentation Fatality. So. Harpoon Zoom. Ladestreifen größer. Nehmen wir den Zoom. Und wieso mich jetzt? Ja, willkommen bei. Ja, ihr wisst es doch. Aber ich habe keine Ahnung, wie man zoomt. Weiß nicht, welche Taste ich da zugewiesen habe. Hab ich überhaupt irgendeine Taste zugewiesen? Fürs Zoomen? Zoomen, zoomen. Wo haben wir denn das Zoomen? Schnell speichern. Scout-Modus. Ist das der Scout-Modus oder was? Hacken, ausbauen.
Telekinese-Schild. Ja. Aber hier steht nichts von Zoomen. Bewegen, springen, ducken, Ausrüstung, Waffen, nachladen, Zoom. Da, T. T. Was ist mit T? Okay. Ja. Ja. Und ja. T. Na gut. Können wir jetzt auch zoomen? Oh. Hä? Können wir nicht mitnehmen? Daddy's heim. Daddy's home. Okay, brauchen wir auch nichts mitnehmen. Können wir noch was hacken? Einmal aushacken. Och, nö. Los. Nein. Geh weg. Geh weg. Ja. Ja. Ich dachte, ich könnte das so schnell hacken und dass die dann abhauen. Ja. Ich sollte aufhören zu denken. Aber wir hacken das jetzt. Ach, ja. Kann ich eigentlich nicht rennen? Nö. Big Daddy's rennen nicht. Big Daddy's stampfen. Diep, diep, diep. Los, mal auf. Bibo, Bibo, Bibo. Können wir eigentlich mal kurz heilen? Nicht da genug rum. Vermutlich werden wir es nachher noch brauchen. Nichtsdestotrotz werde ich das Ding jetzt hacken. Ich will es jetzt hacken. Mache ich das halt nur grün. Wenn ich zu unfähig bin, das anders zu hacken. So. Das noch mit. Dann. Was quietscht denn hier so komisch? Hat jemand Schmerzen? Machst du Schmerz? Willst du einwandern? Hier sind so komische Bücher. Kaputte Fernseher. Die eigentlich heile sind. Was haben wir hier? Wo ist denn... Da haben wir unsere Schrot. Traue niemanden. Ohne Schrot. Schrank durchsuchen. Ah, gemütlich. Sehr gemütlich. Also, wie die einem sagen. Ja, so sitze ich auch hier vor meinem PC. Beziehungsweise ich liege. Nur habe ich hier so die Tastatur. 15 Monitore. So muss das. Einfacher geht's nicht. Ja. Wenn ich wirklich so sitzen würde, würde ich höchstwahrscheinlich mal runterrutschen oder so. Okay, da ist Munition drin, die wir nicht mitnehmen können. Was haben wir denn hier? Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo sich ein Geschäft auftut. Mhm. Wer weiß also, was kommen wird. Ah, gut. Ein Geschäft auftun? Dann hat er doch irgendwas vor. Der war doch die ganze Zeit schon in der Geld hinterher. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lam. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Ja, immer mit der Ruhe, Junge. Erstmal müssen wir hier hacken.
Menno, komm jetzt aber. Ah, diesmal habe ich es geschafft. Ja, da hängst du jetzt rum, ne? Kann ich irgendwie hacken? Kann ich nicht hacken. Den Schrecken. Oh ja, hier kann ich mal hacken. So? Wenn einer beigeht, wieder gebrutzelt. Wo ist hier hin? Jungs. Auch hübsch. Mhm. Hübsch, hübsch. Hier haben wir noch Bandagen. Da lasse ich mal alles liegen. Das Ding werde ich noch hier hacken. Frame-Einbrüche. Was haben wir hier? Niete. Du Niete. Speer. Komm, einen nehmen wir mit. Finde Eleanor Lamp. Hab sie gefunden. Kann weitergehen. Nein, wir schauen uns natürlich erstmal um, bevor wir da hingehen. Wir müssen ja noch gegebenenfalls was anderes machen. Sophia Lamp. The Office. Dieser Tank, in dem sie ist. Ja? Benutze die Steuerung, um die Quarantäneverriegelung aufzuheben. Sieht ein bisschen aus wie... Wie heißt sie noch? Ist sie aus Bioshock Infinite nicht auch Eleanor? Okay. Quarantäneverriegelung wird deaktiviert. Jo. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Keine Ahnung. Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Bitte was? Das riecht nach Speichern. Erstmal speichern. So, was ist jetzt? Oh nö. Wirklich? Zieht ja zwei. Weg von mir, weg von mir. Oha. Oh, geh weg. Komm hier die zweite her. Geh doch weg. Menno. Ja, ja. Wieso denn zwei? Das ist doch voll unfair. Ja. Putzel und Schmier, warum fahren wir nicht zu dir? Oh oh. Oh oh. Mensch, lass mich in Ruhe. Ich wusste es doch, dass es gut war. Los, stirb endlich. Das brauche ich erstmal. Nein. Das brauche ich. Guck von mir. Du. Vieh. Mensch, geh doch mal weg. Geh weg. Ah. Wo ist sie? Hä? Wo ist sie hin? Ja. Oh, weg ist sie. Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! Mal locker. Erstmal.
Schrot nehmen wir mit. Davon nehmen wir auch welche mit. Brauchen wir nicht. Panzerbrechend. Nehmen wir auch zweimal mit. Die Person. Nee. Bevor ich da reingehe, muss ich aber eben nach. Ja. Nach. Ah, hier können wir auch mal heilen. Das ist gut. Hier war doch gerade eben noch. Worauf wartest du, Junge? Halt doch mal die Klappe jetzt, Mann. Und dieses Rumgemotze. Ich habe auch Gefühle. Oh. Jetzt können wir da reingehen. Vorher speichern wir nochmal. Auch wenn er eine auf hysterisch macht. Ich bin hysterisch.